In den kommenden 2 Jahren wird in Deutschland die Anzahl sowie das Transaktionsvolumen an Distressed Real Estate Assets deutlich steigen. Finanzexperten rechnen mit einer erhöhten Verkaufsbereitschaft von notleidenden Immobilienfinanzierungen. Dies ist das Fazit einer Studie der gemeinsamen Forschungsstelle Distressed Real Estate Debt, der Core Estate Capital AG und dem Real Estate Management Institute der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht. Die Gründung einer solchen Forschungsstelle ist wichtig, gerade in solchen Zeiten. Wir haben instabile Zeiten, wir leben in Zeiten der Überraschung, das heißt transparent in den Märkten. Warum gibt es Distress Situation? Was kommt auf den Markt? Wie kann man sich vorbereiten? Das ist ganz wichtig. Und so haben wir vor, ich glaube, 2 Jahren waren das jetzt, entschieden, mit Herrn Professor Rottke den Weg zu gehen und diese Forschungsstelle einzurichten. Die Forschungsstelle Distressed Real Estate Debt hat seine Arbeit vor gut einem Jahr aufgenommen. Das Ziel ist, die Zusammenhänge auf dem Markt der notleidenden Immobilienprojekte und Kredite zu verstehen, künftig Entwicklungen zu analysieren und die entstehenden Probleme praxisnah zu untersuchen. Mit den nun vorliegenden Forschungsergebnissen wollen die Initiatoren Transparenz schaffen, damit aus notleidenden Investitionen wieder dauerhafte Immobilienwerte entstehen. Nachdem wir uns die qualitativen Ergebnisse angeschaut haben, im Februar haben wir jetzt eine empirische Studie durchgeführt. Wir haben Immobilienfinanzierungsexperten befragt und entsprechend herausgearbeitet, dass der Markt für Distressed Assets in den nächsten 2 Jahren ansteigen wird, dass die Transaktionsvolumen zunehmen werden und dass Banken überlegen, sich von ihren Distressed Assets zu trennen. Knapp 50 Führungskräfte aus dem Bankensektor erhielten einen Fragebogen zur aktuellen Finanzierungslage und zur Situation notleidender Immobilienfinanzierungen in Deutschland. Die Bilanzsumme der teilnehmenden Banken beträgt insgesamt ca. 5.465 Milliarden Euro. Dies entspricht 65% der deutschen Bankenlandschaft, gemessen an ihrer Bilanzgröße. Was man sehr schön sehen kann, ist, dass auch Banken sehen, dass sie sich mit ihren Problemen auseinandersetzen müssen und dass hier etwas auf den deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt und den deutschen Investmentmarkt zukommt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man sehr schön, dass einige Dinge bereits eingepriced sind und sich in den nächsten 2 Jahren nicht verändern würden, aber auf alle Fälle, dass es hier eine Notwendigkeit gibt. Wenn Sie sich überlegen, dass wir nur Banken gefragt haben, ist das eigentlich umso erstaunlicher. Ja, ich glaube, die Studie ist besonders interessant, nicht von dem Ansatz, dass man sagt, es kommt mehr Distress zum Markt, sondern ich glaube, wir haben einfach Faktoren, die zeigen, warum passiert etwas und vor allen Dingen die Erkenntnis, dass wir hier gesehen haben, was mit den Non-Core-Lagen passiert, also den schlechteren Assets, die wir haben. Und da gibt es ja weitaus mehr Assets in Deutschland, als es die guten oder die Core-Assets geben, von denen ja im Moment sehr viel geschrieben wird und wo wir auch immer wieder hohes Transaktionsvolumen sehen. Wenn man bedenkt, dass in diesem Bereich die Finanzierung der Banken zurückgehen wird, dann glaube ich, ist es ein erneuter Indikator für mehr Stress und Distressed Portfolien-Assets und natürlich auch wieder entsprechende Opportunitäten, für die Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden muss. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich eine Aufspaltung der Finanzierungslandschaft. Einige Banken erweitern verstärkt ihr Neugeschäft auf dem deutschen Markt, wohingegen andere Institute dieses deutlich reduzieren. Gleichzeitig zeigen die Entwicklungen der Bestimmungsgrößen wie Fremdkapitalquote, Laufzeiten und Finanzierungsvolumen, dass Banken künftig vorsichtiger vorgehen und einen erhöhten Kapitaldienst von ihren Kreditnehmern fordern. Ja, ich glaube, dass das Schlimmste nicht vorbei ist. Ich glaube, solange wir diese instabilen Zeiten haben, wird das Bankkapital nicht zurückkehren. Die Regulatorien sind geschrieben, Basel II, Solvency-Regulatorien. Also all das geht in die andere Richtung, sodass es noch viel zu berichten gibt. Und ich glaube, wir werden uns weiterhin damit auseinandersetzen, was verändert sich. Wie ist die Indikation? Und im Grunde genommen, dann kann man genau sehen, wie das Barometer, schlägt das Barometer nach oben aus oder zeigt es weiter nach Richtung Süden. Die Forschungsstelle wird ihre wissenschaftliche Arbeit auf Basis dieser Ergebnisse fortsetzen. Es ist geplant, die Umfrage jährlich zu wiederholen, um neue Entwicklungen und Trends in der Branche für alle Teilnehmer transparent und zugänglich zu machen. Die aktuellen Studienergebnisse der Distressed Real Estate Debt Forschungsstelle erhalten Sie auf Anfrage über das Pressebüro der Core Estate Capital AG.